Liebe Torgart hat ein neues Video hochgeladen, wie wir alle wissen. Oder wie wir nicht alle wissen, aber wie ihr jetzt wisst. Und zwar Cheyenne, Ashley, Tiffany hat neue Kinder. Und zwar habe ich jetzt hier auf Instagram ein paar Insider-Informationen. Insider-Informationen. Jeder Instagramer Torgart folgt, der weiß das. Torgart hat nämlich Probleme gehabt, das Video vorher fertig zu kriegen. Weil sie wollten eigentlich ein Sketch mit Sandra und Clarissa, glaube ich, drehen. Im Freizeitpark. Haben dort auch gedreht. Allerdings war es dort zu laut. Und da haben sie den Drehtag auf den nächsten Tag verschoben. An dem Tag hat es geregnet. Da konnten sie das nicht drehen. Und wir hätten fast den Tag das Video heute ausfallen lassen. Allerdings haben sie sich Torge, dieses Genie, einfach jetzt ganz komplett schnell einen neuen Sketch ausgedacht. Und ja, den jetzt gedreht und für heute fertig gemacht. Innerhalb von 2 Tagen? What? Was? Okay, ja, ich bin gespannt. Diesmal Cheyenne, Ashley, Tiffany. Torge hat gemeint, der hat ja schon seit wie vielen Jahren nicht mehr gespielt, die Rolle? Seit 2 Jahren oder so? Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich glaube 2 Jahre oder waren es mehr Jahre? Warte mal, ich kann sogar nachschauen hier. Ne, kann ich nicht nachschauen. Ah, Mist. Naja, aber schon seit Ewigkeiten hat er sie nicht mehr in ihre Rolle geschlüpft. Und deswegen bin ich gespannt. Genau, dasselbe. Ja, keine 12 Stunden mehr, dasselbe, genau. Gut. Ja, was ich auch merkwürdig finde, muss ich jetzt auch anmerken, ich finde das Videoformat von Torge letzte Zeit komisch. Das ist gar nicht 16 zu 9. Ist es 16 zu 10 oder so? Weil, warte mal, 16? Nee. Nee, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, weil hier unten ist so ein schwarzer Balken, oben ist ein schwarzer Balken. Auf jeden Fall nicht 16 zu 9, das ist irgendwas anders. Kann ich aber gerade nicht sagen. Ja. Aber gut, los geht's. Hier lebt die dreifache Mutter Cheyenne Ashley Tiffany. Vor vielen Jahren haben wir, die Fernsehmacher, sie schon einmal zu Hause besucht. Damals hatte sie große Probleme, ihren Alltag mit den Kindern zu bewältigen. Seitdem sind viele Jahre vergangen und Cheyenne Ashley Tiffany hat uns, Nice. die Fernsehmacher, Boah, krass, sogar richtig ein Röhrenbildschirm. Heftig, Retro. informiert, dass sich ihr Leben um 180 Grad gewendet hat. Ich habe mittlerweile mehrere Anti-Schrei-Therapien mitgemacht, damit ich mich Antischrei. besser im Griff habe. Und ich habe einen klaren Struktur in meinen Tagesablauf bekommen. Mir geht es gut. Oh Mann, die klingt so, als hättest du irgendwelche Drogen nehmen müssen, dass es so runterkommt. So, mir geht es gut. Und das war's von der Tagesschau. Nee, was? Aber ja. Oh, die ist. Wie waren die letztes Mal nochmal drauf? Die hatten rumgeschrien, ne? Das war ja die Parodie auf die Mutter von den Wollnys, oder? So, dieses Jeremy Pascal, bla bla. War das nicht so? Wem kannst du uns sagen, wo deine Kinder Mitten im sind? Leben? Die sind mittlerweile ausgezogen. Die Kinder. Jugendgefängnis Friedrichstadt. Seitdem ihre drei Kinder beim Jugendamt unbefristet Urlaub machen, läuft es im Leben der jungen Mutter um einiges besser. Was ist das? Cheyenne sparte sogar für eine Zahn-OP, womit sie endlich ihre Stö. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das da? Was zieht sie da raus? Hä? OP, womit sie endlich ihre störende Zahnlücke schließen konnte. Den Scheiß Flasche klemmt in die Sofalücke. Flasche? Ich hab. Was war das für eine Flasche? Welche Flasche? Meinst du wahrscheinlich Glas, oder? Hier ist das Ding zum Draufstellen. Und vor allem, wie kann das dann in der Decke da drin kleben? Oh, wahrscheinlich wird es jetzt wieder rückfällig oder so. Womit sie endlich ihre störende Zahnlücke schließen konnte. Den Scheiß Flasche klemmt in die Sofalücke. Ich hab. Oh, dieses Früher Blut. wäre ich jetzt Krass. ausgerastet. Jetzt bleibe ich ganz locker. Vor 5 Jahren wurde die junge Mutter wieder schwanger. Die Schwangerschaft kam für Cheyenne vollkommen unerwartet. Ja, man hat mir immer gesagt, bei Gewitter kann in Auto nichts passieren. Und zack, doch schwanger. Ach Mann, aber ich glaube wirklich, dass es so Menschen gibt. Ich glaube, dass es wirklich so Menschen gibt. Also wirklich. Reporterin, du sagst uns auch am Telefon, du hattest Angst, Drillinge zu bekommen. Woher kam die Angst? Auch am Telefon, du hattest Angst, Drillinge zu Oh, jetzt kommt bekommen. bestimmt irgendwas Woher kam Dummes. diese Angst? 27 Monate schwanger. Ich bin noch nicht bescheuert. Cheyenne Ashley Tiffany hat in der Therapie gelernt, positiv auf ihre Kinder einzuwirken. Ihr jüngster Sohn Enrico geht in die Grundschule. Er sollte als Hausaufgabe eine Hochzeitsgeschichte schreiben. Ja, Enrico, ich guck mal, was du geschrieben hast. Willst du die hier anwesende Claudia zu deiner Ehefrau nehmen? Sie lieben und ehren dein Leben mit ihr teilen in guten wie in schlechten Zeiten? Dann antworte bitte mit Ja. Enrico, das ist falsch! Wer bringt dich so ein Arschloch bei? Ich korrigiere, schreib mit Enrico.
Willst du die hier anwesende Chantal zu deinem Bay nehmen? Sie loven und übelst ehren? Eins Leben mit ihr Sharon in GZ wie in SZ, so von Ehre her? Dann gib ihr bitte ein Like. So und nicht anders, sag das deins Lehrer. Hey, das ist ja aber eine coole Interpretation so. Was cool wäre, ist, wenn möglich im Deutschunterricht mal oder Englischunterricht oder keine Ahnung, einfach mal so was man macht. Also fände ich mal cool. Ich als Lehrer, wäre ich Lehrer, Leute, ich würde es mal machen, dass man so wirklich ernste Texte nimmt und die dann so in die neue Jugendsprache umübersetzen soll. Dass man damit so ein bisschen das Verständnis dafür entwickelt, für Sprache und so. Das würde ich, Leute, ich wäre perfekte Lehrer, Leute. Ich hätte Lehrer werden sollen. Mist. Ich wäre der beste Lehrer und der cringeste Lehrer, aber ihr würdet mich alle lieben. Glaube ich, hoffe ich. Sonst weine ich. Cheyenne Ashley Tiffany scheint ihr neues Leben vollkommen unter Kontrolle zu haben. Doch dann kommt jemand zu Besuch. Bildschirm. Und alles ändert sich. Und alles. Ah, das ist bestimmt Amazon. Mein neuer 70 Zoll Plasma Curve TV. Bezahlt von Rodriguez Kindergeld. Ich. Was? Oh oh. Was? Hallo Mama. Was? Das ist ihre Mutter? Oh mein Gott. Wir lernen ihre Mutter kennen. Von. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Wie heißt sie nochmal? Die Rothaarige da. Trisha, genau, Trisha. Hey, das ist ihre Mutter? War das vorher schon klar? Oder sehen wir sie zum ersten Mal jetzt? Was ist? Ich hab kein Geld für dich. Ich hab gehört, dass du eine Therapie gemacht hast und ich wollte fragen, ob ich wieder zu Hause bei dir mit einziehen kann. Ja, ich habe eine Anti-Schrei-Therapie gemacht und mich wirklich verbessert. Wenn du willst, kannst du... Enrico! Nimm die Maul weg von die Papa, sein Korn! Aber Korn? Du schreist ja immer noch. Nein, nein, das war nur eine Anti-Schrei-Übung, die mir mein Therapeut mitgegeben hat. Okay, also mein Karton wurde letzte Nacht... Aber wie es fast so ist, als würde Trisha sich alle Ecken der Lippe anmalen und nicht die Lippe. Weil hier ist irgendwie noch alles frei. Aber außenrum alles schön, okay. Na, Ratte angeknabbert. Rodriguez! Oh. Nimm den Kopf raus aus der Junior-Tüte von Enrico! Also, ich glaube, so doll wurde der Karton doch gar nicht angeknabbert. Ich hab noch ein bisschen Platz in der Spüle, wenn du eine Nacht bleiben willst. Wo sind meine Brüder eigentlich? Marc Jerome und Tom Hendrik sind auf Urlaub bei den Jugend. Das ist ja so eine Information über die Lore von Trisha. Wir erfahren viel zu viel mehr. Die Mutter ist sie von Trisha. Deswegen haben wir sie auch lange nicht mehr gesehen, weil Trisha den Kontakt abgebrochen hat quasi. Und deswegen haben wir die Ashley Tiffany gar nicht gesehen. Und deswegen ist sie auf der Straße gelandet und ist da rumgelaufen, weil sie... Ah, mein Blauen. Und wenn jetzt Trisha nicht mehr im Karton wohnt, dann wohnt sie ja dann dort. Dann hat sie ja eine Unterkunft oder was. Und was ist eigentlich mit Trishas Make-up-Linie geworden? Ja, so Lippenstift verkauft. Was ist damit geworden? Ist nicht reich geworden? Ja, scheinbar nicht. Ne? Okay. Jugendamt. Jacqueline arbeitet in Kirmes auf der Geisterbahn. Ich gehe dann mal wieder. Aber du weißt, mein Kind, für dich ist immer eine Spüle frei in mein Haus. Danke. Und ich bin immer für dich da. Egal wann. Morgen ist Elternabend. Und da kann ich nicht. Und wieso nicht? Enrico! Enrico, der Rodriguez hat Juck an den Rücken! Mach ihn mal kratz! Nein, ich gehe doch mal wieder. Wird auch mal Zeit, okay. Tschüss. Enrico, nochmal, nimm die Maul weg von die Papa sein Korn! Wieso? Weil morgen Schule ist! Deswegen! Aber wer keine Schule kennt, natürlich Doch. Rodrigo sehr gerne Korn trinken. Korn ist übrigens ein sehr hochprozentiger Alkohol, ne, wenn du das Bescheid wisst. Kann ich niemandem empfehlen. Schmeckt furchtbar, habe ich auch schon probiert. Aber ja. Aber das macht so viel. Das ist so viel Information jetzt. Ey, da muss ich mal drauf klarkommen. Und jetzt. Hä? Aber kann Trisha nicht jetzt das Kindergeld von ihrer Mutter verlangen, dass die das bekommt? Geht es nicht auch irgendwie so? Oder wenn die sich so streiten? Und warum pennt Trisha nicht einfach trotzdem dort irgendwo? Oder wohnt jetzt Trisha wieder da, weil sie sagt, die Spüle ist frei oder so? Ey, das ist... Okay,
Nice, aber fand ich ein cooles Video wieder. Sehr gut, spontan umgesetzt. Direkt wieder neue Fragen, die auftauchen mit Tushar und so. Wir wissen jetzt, Tushars, kennen jetzt Tushars Mutter, Tushars Familie. Und wir wissen jetzt die Hintergründe hinter all dem. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wirklich sehr krasses Talk, das so spontan auch rausgehauen hat, diesen Sketch. Finde ich gut. Und ja, nice.